oder das Leben, das Werk, die gesammelten, die kompilierten Erlebnisse und Erlebnisse und Vorstellungen und Empfindungen und Leiden und Freuden unendliche, Schmerzen unendliche, ganz die uns die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen schenken, ganz das, was den Aktual-Elektronenzustand der Ich-Vorstellung des selbst jemeinigen Lebendigen darstellt, jenes Werk, das nicht zu bewahren ist, sobald der Arbeitsspeicher den Strom verliert, gibt es keine Festplatte mehr, wie in dem Film Hotel zur Unsterblichkeit. Und dann besteht jener Trick einer weiteren Unsterblichkeitströstungsillusion des Buddhismus, dass ich nicht als das authentische Selbst, nicht als den Kern des Seins, der sich da irgendwie doch bewahren würde, das Selbst, selbige zu erklären, als das falsche Ich, als das Anatter, als die Durchgangsform wie der Körper. Dabei ist das nur eine Anleihe, als Erinnerung, als verschwommene Erinnerung an den Zustand im Amnion, im Ei, im Ururuterus, als es tatsächlich noch Vollständigkeit und Selbstselbigkeit ohne Notwendigkeit von Reflexionsvorstellung darauf oder Bewusstsein darauf oder Empfinden sogar, sondern eben im Vollversorgungsmodus der Raupus, der Raupe, des reinen Anwachsens. Aber das ist eben Nonsens.